Hallo, ihr wunderbaren Wassermanngeborenen und Wassermann-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den Monat Juli 2017. Ich bin Antonia Langsdorf und führe euch durch die Konstellationen. Und die sehen recht gut aus für die Wassermänner. Liebesplanet Venus steht nämlich ab dem 5. Juli in einem wunderschönen Aspekt zur Wassermannsonne und verheißt viel Liebe, heiße Affären und guten Sex und Lebensfreude und auch gemeinsamen Kulturgenuss. Die kosmischen Spannungen stehen für euch nicht so dramatisch. Gleich mehr dazu, hier noch ein Hinweis, auch diesmal gibt es wieder was zu verlosen, mehr dazu am Ende des Videos. Jetzt zu eurem Erlebnishintergrund, zu den langwirkenden Aspekten. Und da haben wir erstmal ein wunderschönes Trigon, also einen schönen Harmonieaspekt zu Glücksplanet Jupiter, steht sehr günstig zur Wassermannsonne im 9. Haus der Pläne. Also ihr habt ja schon lange schöne Liebestendenzen. Und auch schon längere Zeit eine gute Tendenz, um gemeinsame Pläne mit eurem Partner zu machen und macht damit mal ruhig weiter. Das steht auch diesen Monat wieder unter guten Sternen. Und es ist auch rein vom Aspekt her eben einfach sehr schön für die Wassermanngeborenen. Und diesmal genießen diesen Aspekt diejenigen, die zwischen dem 31. Januar und dem 7. Februar Geburtstag haben. Aber vielleicht habt ihr ja auch noch andere Planeten im Horoskop, die diesen schönen Jupiter-Aspekt empfangen können. Das müsste man dann mal in einer persönlichen Beratung klären. Dann gibt es noch einen Aspekt von Saturn, der auch recht günstig zur Wassermannsonne steht, nämlich in einem sogenannten Sextil-Aspekt hier auf die Wassermannsonne aus dem Schützen heraus. Und das ist zwar so ein bisschen ernsterer Planet und er führt zum Teil auch dazu, dass mancher Wassermann in seinem Freundeskreis so ein bisschen ausgemistet hat und gesagt hat, nee, also mit diesen Leuten nicht mehr, aber dafür hat sich eben auch gezeigt, alte Freunde und alte gute Beziehungen haben Bestand und sind tragfähig. Und diesen Aspekt spüren die Geburtstagskinder vom 8. bis 14. Februar in diesem Monat. Dann habt ihr ja den Mondknoten im Partnerhaus. Das ist halt sehr, sehr schön für die Wassermanngeborenen, weil das für alle, die noch Single sind, die Chancen stark erhöht, jetzt einen Seelenpartner zu finden. Und das kann auch sehr gut sein, dass das jemand aus dem Zeichen Löwe ist. Löwe ist ja euer Gegenzeichen, ist hier genau gegenüber in eurem Partnerhaus. Und das ist oft eine sehr schöne Verbindung, Löwe und Wassermann. Also wundert euch nicht, wenn ihr jemanden kennenlernt aus dem Zeichen Löwe, kann aber natürlich auch ein anderes Zeichen sein. Denn für euch steht jetzt eben an, den Seelenpartner zu finden, falls noch nicht geschehen. Und auch wenn ihr euren Herzallerliebsten schon habt, könnt ihr mit dieser Konstellation sehr interessante Menschen kennenlernen, die wichtig in eurem Leben werden, die euch vielleicht eine wichtige Tür öffnen oder einen wichtigen Hinweis geben, mit denen ihr eine wichtige Lernerfahrung haben könnt. Und den Mondknoten genau in Opposition zur Sonne haben in diesem Monat die Geburtstagskinder vom 11. bis 16. Februar. Der fängt ja hinten an und läuft deswegen zuerst durch die dritte Dekade. Und dann haben wir noch das Sextil zu Uranus, der steht auch günstig zur Wassermannsonne, auch hinten in der dritten Dekade, hier im Widder in eurem dritten Haus. Und das ist ein schöner Aspekt, um einen interessanten Auftritt hinzulegen, um inspirierend zu erzählen und Menschen für sich zu begeistern, vor allen Dingen eben auch Gleichgesinnte. Und außerdem ist es ein guter Aspekt, um im Internet einen guten Partner zu finden. Denn Uranus steht fürs Internet, dritte Haus, Kommunikation. Also scheut euch nicht, mit Apps oder eben mit einer Dating-Plattform, den Einstieg zu suchen. Kann auch ruhig über eine Erotikplattform sein. Da kenne ich auch mehrere Beispiele, wo das prima funktioniert hat und sich am Ende eine Beziehung daraus entwickelt hat. Also nur zu. Und diesen Aspekt exakt auf die Sonne haben in diesem Monat die Geburtstagskinder vom 15. bis 19. Februar. Kommen wir jetzt zu euren aktuellen Konstellationen. Also am 24. Juni ist ja der Neumond, der den Juli auch prägt. Da habe ich ausführlich im Juni-Horoskop drüber gesprochen. Und der findet statt bei euch im 6. Haus, das heißt neue Impulse für eure Gesundheit oder auch für euer Alltagsleben. Da gibt es vielleicht einiges umzuorganisieren und dafür könnt ihr dann diese Sommerwochen nutzen oder vielleicht habt ihr auch Spaß daran, in den Urlaub zu fahren und im Urlaub was für die Gesundheit zu tun, zum Beispiel mit Sport. Also das würde da unter guten Sternen stehen. So, und der Juli geht los mit Sonne im Krebs, auch alles bei euch im 6. Gesundheitshaus, Mars im Krebs und Merkur im Krebs. Und was jetzt den Mars angeht, also ist ja eigentlich ein Liebeshoroskop, aber wenn ich was sehe zum Thema Gesundheit, sage ich das natürlich auch.
Das kann heißen, dass ihr ein bisschen aufpassen müsst, dass ihr euch nicht verletzt, entweder beim Sport oder es kann auch eine Entzündungsreaktion anzeigen. Ja, besonders in den ersten Tagen des Julis, weil wir da eine schwierige Konstellation haben, nämlich hier eine Spannung von Pluto und Mars, beides Kampfplaneten. Und das kann sehr gut jetzt auf dieser Achse Gesundheit und auch Spiritualität, kann das bedeuten, entweder, dass ihr starke Reaktionen zeigt. Vielleicht, weiß ich, kommt ihr beim Schwimmen mit einer Qualle in Berührung und habt also da einen sehr starken Ausschlag oder etwas Innerliches geht euch an die Nieren und an die Nerven und zeigt sich im Körper. Ne? Da müsst ihr ein bisschen auf euch Acht geben. Es ist eine schwierige Phase und zwar vom 1. bis 5. Juli. Da ist dieser Aspekt besonders ausgeprägt. Genau. Ne? Und falls ihr berufstätig seid, kann das auch heißen, dass es eventuell geheime Feinde gibt, dass man versucht, euch zu mobben. Und falls es zu so einer Auseinandersetzung kommt, dann auch auf jeden Fall den Ball flach halten. Gerade in der ersten Juliwoche. Es hat keinen Zweck, sich darüber zu streiten. Da gibt es bessere Zeiten, wo ihr dann auch dann wieder besser in Kontakt kommt mit den Leuten. Genau. Die Venus steht Anfang des Monats im Zeichen Stier, noch bei euch im Haus der Familie, also gut für Familienbeziehungen. Und dann geht es eben weiter, wenn diese kritische Zeit am 5. einigermaßen ausgestanden ist. Das ist nämlich dann eine gute Nachricht. Dann geht die Venus ins Zeichen Zwillinge und damit in einen superschönen Aspekt zur Wassermannsonne. Dann bleibt sie dann auch den ganzen Monat über für euch im Haus der Lebensfreude. Also das verspricht wirklich viel Spaß, schöne Beziehungen und eben, wenn ihr einen Partner habt, auch eine schöne sexuelle Beziehung, eine gute Verbindung. Und ja, also was Besseres kann man sich kaum wünschen. Außer gegen Ende des Monats, da wird es für die Venus ein bisschen eng, aber da gehe ich da noch drauf ein. Aber im weitestgehend ist das halt ein sehr, sehr schöner Aspekt für euch. Und zunächst mal beginnt der dann am 5. für die erste Dekade. Na? Genau. Dann vom 5. bis 8. Juli ist dann auch schon gleich eine ganz starke Flirtphase für euch mit dem Top-Tag am 8., am Samstag, den 8. ist ein super schöner Tag für Liebesfantasien und Rollenspiele, wenn ihr sowas mögt, weil hier die Venus sich günstig mit dem Merkur verbindet, der dann bei euch im Partnerhaus steht. Der geht am 6. in euer Partnerhaus. Das ist auch sehr gut, auch wieder für Begegnung und um buchstäblich ins Gespräch zu kommen. Denn Merkur ist ja nicht nur zuständig für Denken und Sprechen, sondern eben auch bringt Bewegung rein. Es sind auch junge Leute beiderlei Geschlechts, die jetzt in euer Leben treten, mit denen ihr lustige Zeiten verbringen könnt. Genau, das ist also sehr schön. Top-Tag am 8. Dann beginnt allerdings die kritische Phase mit dem Vollmond am 9. Und das fällt dann bei euch wieder ins 6. und 12. Haus. Je nachdem natürlich, es sind jetzt hier nur die Sonnenhäuser für den Wassermann. Wenn ihr einen anderen Aszendenten habt, kann das auch sich natürlich im individuellen Horoskop noch anders darstellen. Wäre eventuell wichtig, das mal nachzuschauen. Aber für die Wassermann-Allgemeinheit, ne, ist das also etwas, was durchaus mit eurer Gesundheit zu tun haben kann. Vielleicht habt ihr mit Unruhe oder Ängsten zu tun, oder einem gesundheitlichen Problem. Aber für eure Beziehung scheint das erstmal nicht so belastend zu wirken, dieser Vollmond. Es ist eher wahrscheinlich, dass ihr eingreifen könnt bei anderen, bei guten Freunden, die sich da eher drin verstricken und die dann dankbar sind, wenn ihr zur Hilfe eilt. Ne? Und wenn ihr nicht schlafen könnt bei diesem Vollmond, einfach Liebe machen, weil das steht ja den ganzen Monat unter besten Sternen für euch. Am 15. habe ich einen Top-Tag für euch gefunden. Da geht die Venus erstmal in eurem 5. Haus in die zweite Dekade. Das bedeutet, dieses schöne Venus-Trigon empfängt dann die zweite Dekade des Wassermannzeichens. Und das ist eben auch ein Top-Tag für euch, top für Liebe und Flirts auf Reisen. Hier haben wir Jupiter im Haus der Reisen, sehr schön gestellt für euch. Weiterhin seid ihr super im Gespräch mit interessanten Leuten. Also ist in jeder Hinsicht ein Top-Tag, auch wenn ihr in einer festen Beziehung seid, um vielleicht gemeinsam mit eurem Süßen was Schönes zu unternehmen. Dann, genau, zum Beispiel Kulturgenuss. Ne? Da kann man ja dann auch mal ausgehen und mal sich ein bisschen inspirieren lassen zusammen. Das würde ich dann empfehlen. Überhaupt haben wir ja vom 14. bis 19. eine super schöne Flirtphase nochmal, weil dann nämlich der Jupiter, der für euch gut steht, mit der Venus, die für euch ebenfalls super steht, auch noch einen tollen Aspekt bildet.
Das ist also optimal für die Wassermannsonne. Da könnt ihr euch überhaupt nicht beschweren. Das ist eine super schöne Phase für euch. Nur am Himmel gibt es dann gleichzeitig halt auch diese Spannung. Das ist zwischen dem 15. und dem 20. Das ist kritisch. Hier zwischen Uranus und Mars. Und das werdet ihr auch irgendwie abkriegen, weil der Uranus ja euer Herrscherplanet ist. Und weil ihr auch dazu neigt, unter dieser Herrschaft von Uranus manchmal ganz radikal Schluss zu machen oder eine Sache zu beenden oder zu verlassen. Ja? Das könnte also für euch, obwohl das, wie gesagt, eine super Flirtphase ist, alles ganz toll. Bestehende Beziehungen könnten darunter leiden. Es könnte eventuell auch mit euren Familienbeziehungen zu tun haben. Vielleicht ist es so, dass ein Familienmitglied, mit dem ihr im Urlaub seid, plötzlich so abreist, weil es einen Streit gegeben hat. Da müsst ihr ein bisschen dran denken. Das ist also zwischen dem 15. und dem 20. ist das kritisch. Und da rate ich dazu, dann auch nicht überstürzt zu handeln. Der Wassermann geht ja dann gerne auf Distanz, dreht sich einfach um und sagt, top, wenn du es nicht nötig hast. Aber ich würde da einfach ein bisschen abwarten, bis sich die Wogen wieder etwas geglättet haben. Na, das ist ganz wichtig. Genau. Trotzdem habt ihr am 19. noch einen Top-Tag, wenn es also keinen Stress gibt, ne, wenn das jetzt für euch kein Problem sein sollte, dann genießt ihr eben weiterhin diese superschönen Aspekte mit Venus und Jupiter. Und das ist ein super Aspekt für eine Urlaubsliebe wieder, ne? Und dann für euch halt super wichtig, weil ihr ja den Mondknoten im Partnerhaus habt. Der Merkur wird dann mit dem Mondknoten zusammengehen. Und das heißt eben auch, dass man ins Gespräch kommt mit Leuten, die sich dann als sehr, sehr wichtig erweisen oder eben vielleicht auch, wo sich herausstellt, dass das dann der Seelenpartner ist. Das ist eine schöne Phase so am 19. und 20. trotz kritischer Konstellationen. Ja, müsst ihr euch merken. Genau. Am 20. Es wird dann auch für euch super spannend. Da geht der Mars dann in den Löwen und damit in euer Partnerhaus, bringt also eine starke Energie wieder in eure Beziehungen hinein. Und das merkt zunächst die erste Dekade oder eben alle, die Planeten in der ersten Dekade Wassermann stehen haben. Die spüren diesen Mars und das ist ganz toll für Wassermann-Frauen, weil das eben bedeutet, dass knackige und ritterliche Verehrer in euer Leben treten. Löwe ist ja das Zeichen des ritterlichen Machos, ne, wo man ja dann doch auch Spaß dran hat als Frau. Das ist sehr schön für euch. Und dann geht die Sonne eben noch hinterher ab dem 22. Und am 23. haben wir ja dann den Neumond. Und der Neumond, das bedeutet eben, dass die folgenden 4 Wochen für euch ganz und gar unter dem Thema Partnerschaft und Beziehungen stehen und Begegnungen. Ne? Das heißt also, der August, wo ja dann auch die Sonnenfinsternis stattfindet, die den Mondknoten betont. Also wir haben erst eine Mondfinsternis zu Vollmond und dann eine Sonnenfinsternis zum Neumond. Alles bei euch im Partnerhaus. Da können sich also für euch Sachen ereignen, die euer Leben verändern. Im besten Falle lernt ihr jemand ganz Tolles kennen. Man muss auch ansprechen, dass es zu einer Auseinandersetzung mit einem bestehenden Partner kommen kann. Da werde ich dann in dem August-Horoskop noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber grundsätzlich halte ich das für eine gute Konstellation, weil sie eben ganz viel Energie in das Begegnungs- und Beziehungsthema in eurem Leben lenkt. Und zu diesem Neumond könnt ihr euch dann Gedanken machen, wie sich das gestalten soll in den nächsten 4 Wochen, aber dann eben auch in der weiteren Zukunft. Auf jeden Fall ist das eine spürbare Veränderung der Energie. Und dann ist auch gleichzeitig noch die Venus weiterhin in den Zwillingen im guten Aspekt zur Wassermannsonne. Aber jetzt kommt's. Das ist eben auch eine ganz wichtige Konstellation. Venus, Opposition erst Lilith und Saturn. Das heißt also einmal Venus, Saturn, man muss sich auch um alte und bestehende Beziehungen kümmern, also nicht nur die neuen tollen Begegnungen, sondern eben auch diejenigen, mit denen man schon lange zusammen ist, ne, dass man die nicht vergisst, oder eben auch sich aktiv wieder mal drum kümmert. Und die Lilith, die steht zwar auch in einem positiven Aspekt zur Wassermannsonne, kann aber dazu verführen, dass man entweder doch sehr kompromisslos ist, vielleicht auch gerade wenn es eine Freundschaft betrifft, oder aber dass man einen Ausweg sucht, indem man sich in eine Affäre stürzt. Ja, das ist also für euch auch möglich, weil das dann einigermaßen einfach geht, weil es eben ein positiver Aspekt ist. Das ist ja auch in Ordnung, solange ihr nicht gebunden seid. Aber wenn ihr gebunden seid und euch in eine Affäre stürzt, dann ist es natürlich kompliziert, ist klar, ist immer kompliziert, diese Situation.
Und daran erinnert euch dieser Aspekt eben zum Neumond, ne? Nicht nur aufs Neue konzentrieren, sondern eben auch das Bestehende pflegen und respektieren. Das ist halt sehr wichtig. Genau. Dann gibt es am 26. Juli noch eine Planetenänderung. Da geht nämlich der Merkur ins Zeichen Jungfrau. Und das ist für euch dann im achten Haus. Das bringt eine gute Gesprächsenergie in bestehende und verpflichtende Beziehungen. Und dann gibt es noch einen Top-Tag für euch am 29., am Samstag. Da könntet ihr eine Urlaubsliebe flachlegen oder eine Internetromanze beginnen oder ganz allgemein wunderschön kreativ sein. Das ist ein toller Tag für euch. Und am 31. geht dann die Venus ins Zeichen Krebs, dann in euer sechstes Haus. Das bringt dann wieder eine schöne Energie in berufliche Beziehungen. Ja, soweit also der Juli. Der ist für euch schon recht spannend und interessant und prickelnd. Richtig, richtig spannend wird es dann im August mit den Finsternissen, die euer Liebes- und Partnerschaftsleben umkrempeln können. Also bleibt dran für die August-Horoskope. Und wenn ihr Beratungsbedarf habt, das kann sehr gut sein für Wassermanngeborene mit diesen unglaublich lebensverändernden Liebeskonstellationen, die jetzt haben, dann bin ich natürlich für euch da. Könnt ihr gerne buchen bei mir über meine Webseite oder indem ihr auf meinem Kundentelefon anruft. Alle Infos findet ihr hier in der Videobeschreibung oder eben einfach meine Webseite aufrufen unter meinem Namen, Antonia Langsdorff, alles ganz einfach. Oder ihr macht bei meinem Webinar mit, Antonias Sterne als Webinar. Da kann jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin eine Frage zum persönlichen Horoskop stellen. Ja, und die Verlosung, es gibt auch diesen Monat wieder 15 Minuten Kurzberatung bei mir zu gewinnen. Dafür braucht ihr mir nur hier einen netten Kommentar zu posten und bitte meinen Kanal abonnieren. Und dann seid ihr auch schon dabei. Falls noch nicht geschehen, guckt euch bitte unbedingt das Video, folgt eurem Herzen an. Da geht es um den Mondknoten und was das für die einzelnen Sternzeichen eben auch für euch bedeutet. So, meine Lieben, damit wünsche ich euch alles Gute mit den Sternen.